Hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Wir befinden uns hier gerade im 100 Morgenwald oder besser gesagt an dem Abbild davon, welches ja hier vom Ende der Welt projiziert wurde. Ja, ein wunderschön friedlicher Ort, wo wir uns ja natürlich ausruhen können. Aber wir haben leider keine Zeit dafür. Wir müssen ja immer noch Anzim verfolgen, der sich auch hier irgendwo in dieser Welt aufhalten soll. Ja, gut, wir haben hier erstmal eine kleine Pause gemacht, konnten auch erstmal in aller Ruhe uns hier erholen. Und nun, ja, sind wir in diesem Abschnitt hier. Ein ziemlich gewaltiges Feuer scheint das zu sein. Auf jeden Fall weiß es nichts Gutes, weil es ja eigentlich ja sich gewaltig von den anderen Lichtern hier unterscheidet. Und hier tauchen Herzlose auf. Oh, verdammt. Okay, der nächste Ding ist jetzt erwischt das Goofy mit diesem komischen Flammenangriff, den sie da machen. Oder ein Schattenzirkel könnte das auch sein. Naja, wie auch immer. So. Ja, nachdem die ja erledigt wurden, hat sich jetzt dieser Raum hier geöffnet. Und was ist das hier? Ein Emblem der Herzlosen. So in richtig großer Pracht hier. In gewaltiger XXL-Pracht. Naja, ganz nett hier. Naja, interessanter Ort hier. Wegen den ganzen Rohren und so würde ich mal sagen, er ist teils Hollow Bestien nachempfunden, aber er scheint doch irgendwie noch was Eigenes zu haben. Hier ist erstmal ein Elixier drinne. Und was ist das hier? Eine Aufnahme oder was ist das? Oh, ihr herzlosen Kinder der Dunkelheit, die euch gebar. Die Welten sollt ihr mit eurer tiefsten Schwärze überziehen. Erscheinen soll es, das Herz der wahren Welt. Vereinen sollt ihr alle Herzen. Ein Herz, alle Herzen. Alle Herzen, ein Herz. Kingdom Hearts, das Königreich der Herzen, das Herz aller Herzen, die Geburtsstätte des Dunkeln. Die Dunkelheit ruft euch, ihr Kinder der Schatten. Ersticken soll das Licht an euch. Doch nur für reine Herzen öffnen sich die Pforten des Königreiches. 7 solcher vom Dunkeln unberührte Herzen, 7 Schlüssellöcher und 2 Schlüssel öffnen jene Pforten in die Dunkelheit. Die Pforten, die dem Licht Einhalt gebieten. Den lichten Herz bleiben sie auf ewig verschlossen. Dem dunklen Herz sei die Heimkehr erlaubt. O, ihr Kinder der Dunkelheit, bis die Zeit gekommen ist, seid gierig auf jedes Herz, das sie findet. Oh. Nett. Und kaum haben wir das ja ausgesprochen und schon erscheinen die ganzen Herzlosen hier auf einmal. Und schon ist es vorbei. Ja, mehr war hier nicht. Ja, im Prinzip hat das hier eigentlich nur uns nur verraten, was eigentlich Anzim hier vorhat. Er will also das Herz aller Welten erschaffen. Kingdom Hearts. Ja, und dabei haben wir eigentlich schon fast alles Nötige hierfür in die Wege geleitet. 7 Herzen, 7 Schlüssellöcher. Aber es fehlen immer noch die 2 Schlüssel. Gut. Dann bleibt uns hier weiter nichts anderes übrig. Wir müssen jetzt verschwinden. Ja, und jetzt wird's richtig gruselig. Wir dürfen jetzt in ein tiefes, unheimliches Loch springen. Na super. Okay, und damit kommt erstmal ein weiterer Bosskampf. Gegen einen Gegner, der eigentlich auch nicht in diese Welt gehört. Das Ding ist gewaltig. Und diabolisch. Ja. Und es hört auf den Namen Chernabog. Eigentlich ja bekannt aus dem Disney-Klassiker Phantasia, habe ich mir mal sagen lassen. Vorher wusste ich das ja nämlich überhaupt nicht, aber erstmal vielen Dank dafür. Ja, und den müssen wir jetzt erstmal hier ein bisschen verdreschen, weil er hier ein wenig im Weg ist. Ja, und speziell für diesen Kampf hier haben wir sogar unsere Fähigkeit zu fliegen zurückerhalten. Auch wenn Peter Pan jetzt gerade nicht dabei ist und wir uns eigentlich auch nicht in Nimmerland befinden, können wir jetzt hier fliegen. Boah, verdammt, da hat er mich erstmal hier weggeschossen.
Okay, erstmal machen wir hier nochmal ein bisschen wieder Windmagie, um uns zu verteidigen. Und dann kriegt er jetzt hier erstmal ordentlich eins auf den Deckel. Wow, totales Inferno hier. Lässt er los und wir haben schon gewonnen. Oh, Wahnsinn. Tja, viel hat er ja wirklich nicht ausgehalten. Oder ich bin einfach schon zu overpowered, würde ich mal behaupten. Aber das kann eigentlich auch nicht sein. Ich meine, so stark kann ich doch nicht sein, oder? Oder? Ach, vielleicht doch, wer weiß. Na egal, der Teufel wird jetzt hier erstmal abgefackelt. Und macht uns erstmal hier den Weg frei, damit wir weiter können. Ja, und wir haben die Gruppenability Paragleiter erhalten. Die ich auch gleich mal sofort anlegen sollte. Ausrüsten. Okay, und schon sind wir hier fertig. Und nun will ich ja mal sehen, wo müssen wir eigentlich überhaupt lang? Erstmal hier diesen unheimlichen Krater runter, oder was das ist? Ein Krater, ein Vulkankrater. Sieht aus wie ein Vulkankrater, würde ich mal behaupten. Okay, und hier kann ich auch noch nicht mal richtig landen. Hier auch nicht. Jetzt mal, wie tief geht es eigentlich noch hier runter? Okay, hier kann ich landen. Und schon sind wir auf einmal hier. Okay, hier kann ich wieder rauf. Und wohin führt mich der andere Weg hier? Aha. Komisch. Kannte ich diesen Ort hier schon? Bin jetzt nicht so ganz sicher. Also ich glaube, ich war hier noch gar nicht. Ich meine, ich kann ja mal einen kurzen Blick hier rauf werfen. Vielleicht bringt mir das ja was. Aha. Ach so. Dann führt er mich jetzt erstmal wieder an diese Stelle hin. Verstehe. Das heißt also, ich habe hier nur zwei Wege, die mich jetzt hier nach unten führen könnten. Entweder ich gehe zu Fuß oder ich nehme einfach meine Flugfähigkeiten dafür. Interessant. Na gut. Genug rumgealbert. Wir wollen weitergehen. Und nochmal ein Stückchen weiter. Gut. Und da wären wir auch schon hier angekommen. Ach, Mann, das war gemein. Taucht er jetzt einfach mal aus dem Nichts auf und macht uns schon hier halt platt, oder was? Na gut, aber das lasse ich mir natürlich nicht von dem so einfach gefallen. Komm schon, du lahmes Teil, jetzt halt doch mal still. Und schon wieder nicht ausweichen können. Ja. Na gut. Oh, jetzt macht er das hier. Das müssen wir schnell verhindern. Und wir haben es verhindert. Wunderbar. Gut. Damit ist er also erledigt. Und er hinterlässt nichts. Schade. Ich dachte eigentlich, der würde jetzt ein Item hinterlassen. Ja. Aber es passiert nichts Besonderes. Außer jetzt vielleicht... Genau, dieses Emblem hier fängt jetzt an, Stück für Stück zu zersplittern. Und zwar dürfen wir jetzt hier mehrere Gegnerwellen hintereinander jetzt hier erledigen, bis eben halt sämtliche Splitterfragmente vom Emblem hier sich aufgelöst haben. Kann jetzt erstmal eine Weile dauern. So, haben wir jetzt erstmal die nächsten erledigt. Und da hat sich schon ein weiterer Splitter eben gerade gelöst. Der ist auch weg. Und auch jetzt kommt die hier dran, ne? Ja, mit denen sollte es allerdings schnell gehen, weil die haben nicht so viel HP. Ja, wenn natürlich die Combo laufen würde. Ja, toll. Die beballern mich hier mit Projektieren. Geht doch. Das geht doch gar nicht.
Ja, aber man kann ja schon mal sehen, wie sich ja Stück für Stück hier die Splitter schon aufgelöst haben. Ey, jetzt hör mal auf damit! Und? Hier könnte man jetzt nicht so genau erkennen. Oh Mann. Das ist irgendwie schon ein bisschen nervig, dass die hier jetzt mal sofort hier keinen Schaden mehr bekommen, wenn die hier anfangen, die verdammte Schwert in den Boden zu rammen. Okay, aber das ist nicht weiter tragisch. Da hat schon wieder hier einer versucht, seine komische Attacke zu machen. Da sind nochmal solche hier. Verdammt, hört doch mal auf damit. Das kann doch nicht wahr sein, dass ihr hier jetzt ständig so eine Randale machen müsst. Los jetzt, komm, stirb, endlich! Geht doch. Los, einmal noch und schon ist er futsch. Und jetzt kommt wahrscheinlich die letzte Gegnerwelle. Au! Heilen, ganz wichtig, und an. Na, immerhin kriegen wir erstmal hier ordentlich Sturmkristalle zusammen. Ah, Mann. Gut. Luffy hat uns jetzt mal wieder geheilt. Auch ganz nett von ihm. Okay, und wir haben es geschafft. Oder? Nein, doch noch nicht ganz. Also hier kommen noch ein paar. Okay, weiter. Los, komm schon jetzt. Wollen wir endlich mal hier alles zum Abschluss bringen. Oh Mist, diesen verdammten blöden Flammenzirkel kriege ich ja leider auch nicht irgendwie so richtig abgewehrt. Ach, jetzt macht er schon wieder. Mistsack. Ha, gut, aber dieses Mal hat er mich nicht gekriegt. Und erledigt. So, war es das jetzt oder kommt noch einer? Ich schätze mal, das ist es gewesen. Der letzte Emblemsplitter fällt ab. Und wir haben jetzt einen Zugang zum letzten Bereich dieser Welt. Der letzte Ruheort. Ja. Ab hier gibt es dann kein Zurück mehr und hier kann ich jetzt meine Kiste aufmachen, in der ein Final-Elixier drin ist. Na gut, und nachdem wir es ja hier so weit geschafft haben, verschwinden wir jetzt auch einfach wieder. Ich wollte eigentlich ja nur den Weg jetzt eigentlich hier ebnen, damit wir jetzt hier erstmal auch eine gute Levelstrecke haben. Und jetzt, ja, heißt es erstmal, sich vorbereiten auf die härtesten Arena-Kämpfe im Spiel. Okay, ich habe ja erstmal einiges an Items zusammengesammelt, also wäre es eigentlich keine schlechte Idee, erstmal hier ein bisschen zu schmieden. Okay, da sind wir auch schon. Und ja, ich gehe in den Accessoire-Laden rein, damit ich ja von dort aus eben halt zur Schmiede kann. Jawohl, gut. Also, muss ich ja schon mal sagen, also, das hat wenigstens schon mal einiges gebracht. Also, zumindest haben wir dadurch erstmal eine Menge Power bekommen. Dass wir uns erstmal da durchgeschlagen haben. Aber noch ist nicht alles vorbei. Fangen wir erstmal hiermit an. Wir wollen nochmal schmieden. Und zwar kann ich ja jetzt hier die Kardia-Wache herstellen. 17. Okay, ich weiß ja, ich muss ja insgesamt 21 Gegenstände schmieden. Also fertiggestellte Objekte hier schmieden, damit ich eben halt die letzte Liste hier halten kann. Ja, verlangt aber noch eine ganze Menge. Hier brauche ich zum Beispiel noch Freudentau. Und hier Donnersplitter. Oh Mann. Und hier für Elixier brauche ich noch einen Archatniten. Und für die Kriegerkette einen Archat-Tropfen. Na toll. Und hier brauche ich Wuttropfen. Naja, gut. Da ich ja noch ein bisschen Zeit habe, könnte ich zumindest erstmal versuchen, den zu beschaffen.
Also Wuttropfen sollte eigentlich hoffentlich nicht allzu schwer sein, also... Naja, mehr oder weniger. Ein bisschen heftig sind die ja schon, also zumindest könnte ich euch nochmal ja den Gegner zeigen. Also ich habe ihn eigentlich ja schon mal gezeigt, und zwar war es ja der sogenannte Gigaschattenleuchter, der ja im Wunderland anzutreffen ist. Um den können wir uns ja hier noch einmal kümmern, und vielleicht habe ich ja sogar ein bisschen Glück und ich schaffe es dann, das Item hier zu ergattern. Naja, auf jeden Fall werde ich hier erstmal eine Weile lang ja offscreen wahrscheinlich schmieden müssen. Gut, dafür landen wir dann erstmal hier beim Herztribunal. Ja, und Freudentau, da könnte ich eigentlich auch mich mal ein bisschen wieder daran machen, hier ein paar Profungis mal hier zu finden. Von denen ich die ja dann kriegen kann. Okay, aber erst einmal gehen wir in das Wunderzimmer. Okay, sie erscheinen noch gar nicht. Sonst hätte ich ja sofort gleich hier Gefecht... Ja, das Kampfgefecht hier irgendwie jetzt hier freigemacht. Also, sprich, die Kommandoleiste wäre dann sofort rot gewesen. Ist er aber noch nicht. Naja, muss man eben halt ein paar Mal versuchen, weil immerhin sind das ja auch eine seltene, ist das ja auch eine seltene Herzlosenart, und deswegen dauert es eben halt auch, bis hier endlich mal einer spawnt. Tada. Okay, und da sind sie auch schon. Ja, erstmal hier eine Gruppe Schattenleuche erscheint. Ja, und wenn wir die alle hier erledigt haben, ist dann eben halt die große Variante dran, die ebenfalls in einer, ja, etwas größeren Gegnergruppe erscheinen wird. Ungefähr, ich glaube, 8 Stück oder so sind das jetzt insgesamt. 8 oder 10 Stück, weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Ja, und die handeln nach einem bestimmten Angriffsmuster, und zwar konzentrieren sie ihre Angriffe ja ausschließlich auf Zora. Und wenn einer von ihnen immer Zora verletzt hat, dann löst er sich einfach auf, ohne dass dann sonst noch irgendwas weiter passiert. Deswegen ist es ja natürlich wichtig, sie zu erledigen, bevor das Leben geschieht. Denn je mehr von diesen Gigaschatten durch den Zora treffen und dann verschwinden, desto geringer ist dann die Drop-Chance für das Item, was man von ihm kriegen kann. Aber zuerst einmal, ja, müssen wir erstmal hier fertig werden. Und da sind sie auch schon. Und um zu verhindern, dass Zora verletzt wird, versuchen wir es hier im alten Bissen mit dem Sonic-Stoß. Ja, funktioniert allerdings nicht so ganz gut, weil das ja leider eine Mittelkampftechnik ist. Oh Mann. Und das war's. Oh, nee, einer ist noch. Und erledigt. Ja. Und weil mich ja leider viel zu viele erwischt haben, habe ich leider den Wuttropfen nicht bekommen. Tja, schade drum. Aber was soll's. Naja, kann man eben halt nichts machen. Gut, ich würde da mal sagen, das war's dann erstmal hier mit diesem Versuch. Das nächste Mal mache ich das auf jeden Fall offscreen weiter, damit ich auf jeden Fall nicht zu viel Zeit damit verschwende. Okay, und dann, ja, reisen wir erstmal zur Arena. Ich habe nämlich ja hier auch noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Und zwar gilt es ja jetzt nun, das härteste Turnier hier in Angriff zu nehmen. Den Hades Cup. Okay, dafür landen wir erstmal hier beim Heroinplatz. Ja gut. Und ich weiß auch schon mal, was ich eigentlich schon mal für die guten Kampfvorbereitungen hier machen werde. Und zwar habe ich erstmal hier vor, nochmal alle anderen Turniere zu spielen. Um dann eben halt noch da ein paar kleine Boni freizuschalten. So, wollen wir erstmal hier kurz gucken, und die Urne ist immer noch nicht erschienen. Das ist irgendwie schon ein bisschen komisch. Also normalerweise erscheint hier bald eine Urne, in der sich dann auch noch ein Material befindet. Aber na gut. Nichtsdestotrotz geht es ja hier jetzt weiter. Okay, wir müssen ja wahrscheinlich den Hades Cup machen, um auch hier das zweite geheime, diesen zweiten Geheimkampf hier freizuschalten. Ja, okay. Bevor ich allerdings ja hier den Hades-Kampf mache, ich will nicht kneifen. Ich habe erst erstmal hier nochmal nötig, meine Vorbereitungen zu treffen. Genau, also gut. Das Einzige, was bei den Spielen verletzt werden kann, ist der Stolz. Kämpfe hart. Pausen sind stets erlaubt. Kämpfe, solange du Lust hast. Keine Rufbeschwörungen erlaubt. Kämpfe mit eigener Kraft. Ja, ist klar. Kennen wir alles.
Ja gut, Freunde, ich würde mal sagen, das war's dann heute wieder hier mit Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Ich werde jetzt erstmal offscreen nochmal die anderen Turniere machen, und zwar mit Sora alleine und dann auch vielleicht noch auf Zeit, würde ich mal versuchen, wenn es soweit klappen würde, würde ich mal sagen. Um mir dann dort die Belohnungen eben zu holen. Und ich hoffe mal, es sind einige gute mit dabei, das hoffe ich zumindest mal. Ja, also dann, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder von Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Bis zum nächsten Mal und tschüss!